So, hallo, ich begrüße euch mal wieder zu einer kleinen Demo. Der liebe Stevie Boy hat wieder eine Demo rausgebracht und seinen Hex Super, war das Super Mario Travelers? Genau, und stets. Ach. Wow. Wow. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich wollte nur so tun, als ob ich es nicht gesehen habe. Ja, okay, ich habe es halt wirklich nicht. Wow. Genau, ich wollte nämlich noch sagen, du hast den Hack umbenannt, der heißt jetzt Nosom Quest. Genau. Das klingt schon mal gleich viel mythischer. Hat was. Und da gibt es jetzt sechs Level, wenn ich es richtig gesehen habe. Sechs Level aus den ersten fünf Welten, also eigentlich zwei aus der ersten und ja. Jawohl. Das heißt, das eines der ersten könnten wir schon kennen wahrscheinlich, aber du hast wahrscheinlich noch mal ein bisschen was dran. Ja, Das ist ein bisschen. Da ist er die drin. sind ganz umgeändert worden halt. Ah, okay, alles klar. Ach so, du hast noch mal komplett überarbeitet. Ah ja, okay. Und ich habe auch gemerkt, dass du mich wieder mal Stevie Boy genannt hast. Du bist nur noch Stevie? Ja, nur noch Stevie. Okay, kein Stevie wollen wir. Alles klar. Dann nur noch Stevie. Okay, welcome to the level sampler for Super Mario Nosum. You can play in any of the six levels from. Ach so, man kann die einfach auswählen, das ist immer cool. Jo. Also play as Mario, Luigi and Gloopy. Ah, okay. Jetzt spielbar. And Dieses spielbar, ja. enter the info level to learn about their new ability. Okay, das sollten wir gleich mal tun. Oh, okay, das sieht halt jetzt schon wieder cool aus. Press L oder R to switch characters. Wo habe ich mein L und wo habe ich mein L? Da? Das war offensichtlich. Luigi is float here, shoots straight fireballs and can do a slight attack by pressing down when warm. Ah, okay. Hat so ein bisschen wie Mega Man, so eine Slide. So ähnlich, aber Ah, nicht so Dash-artig, sondern sozusagen er rutscht dann einfach kurz ein bisschen. ja, so wie bei Slopes. Ah, okay, verstehe. Verstehe. Jupiter can do air spins when pressing A in the air. She can also charge up fireballs by holding R. But she can't run fast. Okay, interessant. Mit ihr kannst du ganz viel überspringen. Das ist dann bisschen so wie ein Easy Mode oder so, einfach. I see. Ja, dann werden wir erstmal, denke ich, normal mit Mario alle durchspielen und dann kurz die Charaktere uns anschauen. Ja, also kannst du spielen, wie du willst. Okay. Gut, also genau, wechseln hier mit L und R. Ja, cool. Na, dann gehen wir doch mal rein. Was wahrscheinlich, ich werde wieder ganz viel nicht erkennen, was du alles selber gezeichnet hast, aber du bist ja, ne? Du hast immer ganz viel selber gezeichnet, das weiß ich noch. Das meiste, ja. Und also Rubita ist nicht unbedingt so ein Easy Bot. Sie kann halt nicht rennen und ja, ist ein bisschen für Abwechslung. Okay. Ich sehe auch gerade, die Yoshi-Coins sind zu den Kristallen geworden. Ah ja, Hammerschein. Das sind jetzt die Nosum Shards anstatt die Kugeln. Die sollte man sammeln, sozusagen. Also in diesem Level Sampler nützen sie dann noch gar nichts, aber. Alles klar. Und in diesem Sampler habe ich, also im. Also ich habe mir die Farben genauer angeschaut und ich fand, in der letzten Demo waren die ein bisschen zu blass, die Farben. Ich weiß nicht mehr, wie es in der letzten Demo ausgesehen hat, aber das hier sieht auf jeden Fall cool. Kann man da in die Röhre rein? Jo. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, perfekt. Ah ja. Mal mitnehmen und abfluss. Du kannst ja auch in jedem Level so einen Charakter wechseln. Ach, ich kann innerhalb des Levels auch wechseln. Nee, 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 in auf der Oberwelt einfach. Ach so. Das wäre ein bisschen zu OP.
ah ja, jetzt weiß ich, was du gemeint hast, dass ich praktisch Level den einen mit Dings spiele, den. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Habe ich falsch interpretiert. Okay. Ah, vielleicht lerne ich langsam, wie die Dinge auseinandergehen. War es nicht mehr falsch. Nochmal Erfolg. Und ich habe es doch ein bisschen netter gemacht. Wenn du stirbst, dann respawnst du direkt im Level. Ah, okay. Würde ich ja fast. Behalte ich die. Ja, du behältst sie. Dann probieren wir das doch mal kurz. Die speichern alle individuell. Ah, nice. Und wenn du jetzt du kannst zum Beispiel auf Start und Select mach mal, weil du hast ja sowieso den Checkpoint. Dort unten wurden die jetzt gezählt. Ah ja, I see. Ja, da ist ein Counter. Mhm. Mal zu Luigi. Der kann jetzt, genau, der kann jetzt rutschen. Ah ja, verstehe. Jo. Ah ja, genau, der ist. Wow, ja. Merkt man. Der hat richtig Bock. Und schießt geradeaus. Jawohl. Ach, aber das interessiert die gar nicht. Nee, irgendwie nicht. Als Turm sind die also stärker als alleine. Hm. Ja, okay, so treffe ich sie. Ja, manche von denen reagieren gar nicht auf Feuerbällen, auch wenn es die auseinanderfallen. Keine Ahnung wieso. Achso, okay, ja gut. Muss ich mir anschauen. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann nur spielen. Keine Ahnung, was man hier alles beachten muss. Und es sieht halt wieder echt cool aus. Aber ja, ich kann mich nicht an so ein Level erinnern. Du hast da wirklich, glaube ich, viel bearbeitet. Also das erste Level habe ich insgesamt, glaube ich, dreimal neu gemacht. Ah ja, okay. Also klar, so ein bisschen irgendwas hat man schon. Ah ja, I see. Ja. Geht halt einfach. Ich glaube, man trifft nur irgendeinen, also wahrscheinlich einen speziellen von dieser Gruppe. Vielleicht der untere, der. Könnte sein, ich weiß es aber nicht. Ja, genau. Aber wenn sie einzeln sind, sind sie auf jeden Fall die einfachen Goombas, genau. Ja. Könnte sein, dass da nur einer von denen sozusagen wirklich, feuerblumentechnisch reagiert. E-Level Clear, Press B. Ach, sehr schön. Ah, kriegt sogar einen Haken und wir haben. Oh, ich habe nicht alle Kristalle gefunden. Ja, ich wollte gar nicht sagen, aber der letzte war direkt vor dem Ziel. Oh no. Dann holen wir den noch fix. So viel Zeit haben wir. Kann ich nochmal die Dinger ausprobieren? Ja, genau, euch. Also hier reagiert's. Genau, hier geht's nämlich auch ja durch. Ja. Bei dem unteren trifft's zumindest. Es macht ihm zwar noch nichts, aber es trifft. Jetzt müssen wir mal gucken, welcher der untere ist. Ja, toll. Mal kurz zurück. Toll. Der jetzt in der Mitte ist der untere gewesen, ne? Das heißt, theoretisch müsst ihr durch den einen durchgehen und in der Mitte drüst es drin. Gott, Theorie hat sich komplett in Luft aufgelöst. Alles klar. Vielleicht ist es einfach zu Zufall. Oh, ja, das hat leider nicht funktioniert. Okay. Ja, also, während dem Lockdown letztes Jahr, hat sich mein Level-Design eigentlich ganz stark verbessert. Deshalb wollte ich die ganzen Level nochmal neu machen. Ja, kann man verstehen. Du hast ja, also nicht nur du, sondern wir alle haben ja richtig viel Zeit gehabt, um Dinge zu tun, denen man sonst nicht kommt. Gut, ja. Mehr Zeit hatte ich jetzt eigentlich auch gar nicht. Mit Digitalunterricht waren wir ja trotzdem recht viel beschäftigt. Mhm. Aber ja. Ich habe mir extra so Videospiel-Dokumentation angeschaut. Ah, also okay. Dokumentation, wie alle guten Plattformen ihre Level gestalten und dann. Ja, du machst es schon richtig professionell auf. Ja. Das muss ich aufpassen. Wir nähern uns dem Ziel. Hast du schon die Sonne bemerkt, also die Lensflare? Meinst du den Effekt hier? Jo. Ja. Ah, dumm. Moment, ich spiele das kurz. Ich habe auf die Sonne geachtet. Das war blöde. Das spiele ich kurz ab. Okay. So. Da ist er. Der Kristall. Ach, jetzt! Den hätte ich. Ah, bleibt der jetzt? Der bleibt, ja. Dann kann ich einfach raus und den sammeln. Ja, nein, das liebe ich ja.
Das ist ja perfekt. Den hätte ich nicht gesehen. Und okay. Das Spiel speichert auch automatisch, wenn du auf der Oberwelt bist. Ah ja, super. Gut, 1-4, Floral Fields. Halt, ich wollte. Als Dings mal rein. Oh, Musik. Ja, das ist auch eines meiner Lieblingslevel und von vielen anderen. Ja, mit ihr kannst du so oft, wie du willst, in der Luft dich drehen. Ähnlich wie New Super Mario Bros. Wii. Ah ja, aber man muss es... Jo. Ja, okay. Aber wirklich in der Luft halten kann ich sie jetzt nicht. Nee. Sie. Ja, das ist auf jeden Fall ein komplett neues Level, das kenne ich noch gar nicht. Mhm. Vorher war es dieses Ruin-Level. Ich wollte gerade sagen, so da war doch dieser Pflanzenboss. Genau. Am Ende, ja. Wo du so Schwierigkeiten mit dieser Blume hattest und diesen Blöcken. Falls du dich erinnern kannst. Ich erinnere mich. Ja. Das war das. Ah, das ist auch. Das sieht halt auch alles schon wieder so. Das sieht einfach. Das sieht einfach. Bestimmt auch, schätze ich mal, jetzt auch schon gut an, die Demo. Habe jetzt noch nicht auf die Kommentare geachtet, aber das sind ja wenn die Leute drunter Kommentare. Schreiben, Hilfe! Es ist ein bisschen toll. Ja. Ah, der kommt raus. Ah, ja, toll. Ah, oh, kann ich auf die Spin jumpen? Ja, das wird nicht wirklich erklärt, aber du kannst auf die Spin jumpen. Ja, im Zweifelsfall testet man es aus, aber es wäre logisch gewesen. Ja. Okay. Obwohl das eigentlich nur Blöcke sind, die einem wehtun, aber ja. Ah ja. Ja, ich dachte, ich frag lieber, bevor ich sterbe, aber ich hätte keinen anderen Weg gesehen, an das Ding ranzukommen. Vorher hätte ich es mich nicht getraut, wenn ich die jetzt hier so wieder auf. Nein, Hilfe! Gar nicht mehr aus. Dieser Sprite ist ein bisschen komisch. Der wird öfters benutzt, aber du kannst auf die Spin jumpen, aber manchmal funktioniert es nicht. Wahrscheinlich, wenn sie gerade zu hoch fahren, dass man dann vielleicht in die Hitbox reinrutscht oder sowas. Wahrscheinlich. Man merkt aber gar nicht, dass sie so viel langsamer ist. Okay, liegt aber auch daran, dass es ein Level ist, wo ich kaum zum Rennen komme. Ja. Ja, das. Oh, das war cool. Der Pfeil war cool. Ein Indikator, wo man ist. Ja, alles. Du hast hier gedacht. Auch schon. Du hast ja auch schon einen Kristall verpasst. Oh no, schon wieder. Oh. Hier wahrscheinlich noch nicht. Nee, aber der wird vom Gras, von den Pflanzen im Vordergrund bedeckt. Ah, okay. Also hier noch nicht. Okay. Nee. Genau jetzt drauf achten, dann sind die ja echt gut versteckt, wenn man die nicht einfach so sieht. Also in ein paar Jahren musst du das sowieso normal alles neu sammeln. Ach, ich sehe eine Röhre. Jawollo. Oh. 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 Oh, da, okay, da kann man sterben. Ja. Das sah aus, als ob ich da durchlaufen könnte. Aber da wäre einfach eine Pflanze. Wäre einfach eine Pflanze gekommen, ja. Ah, okay. Ah, okay. Also wenn ich den Spin mache, ist es nicht wie eine Drehattacke, ne? Es ist möglich, einen Gegner so zu killen, aber es ist sehr gering. Ja, ich hab's gemerkt. Der macht keine. Also der spinnt halt mich hoch, aber der macht jetzt nicht die Drehattacke drauf. Nee. Okay. Dann jetzt noch ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht sterben. Ich möchte eigentlich nicht mit selbst sterben. Mal habe ich rein, aber das war dann. Ah. Weil ich natürlich nicht weiß, wie die anderen Level, ob die dann Schwefel werden.
wenn wir mehr Level, mehr Welten reingehen können. Ja. Ursprünglich wollte ich eigentlich, dass Lupita erst spielbar in irgendeiner Special World spielbar sein wird. Ah, okay. Aber das fand ich dann ein bisschen, naja. Ah, ich verstehe definitiv, warum es dein, warum du sagst, es ist dein Lieblingslevel, das ist schon sehr cool gewesen. 2-4, Fokus-Fun. Jetzt wieder mit Mario. An dieses Level wirst du dich vielleicht erinnern können, also vom Thema her. Die Sprungpilze? Ja, und die ganzen Pilzgegner, ja. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen ja, aber nicht... Also am meisten erinnere ich mich tatsächlich an dieses Ruinenlevel. Das ist so eins, weil... Wahrscheinlich, weil ich da halt am meisten drin gehangen bin. Ja. Egal, was ich versucht habe, ich bin ständig... Oh no! Hätte ich nachdenken können. Das habe ich vorhin gesehen, wie die reagieren. Das hätte man, ich muss ja auch wieder nach den Kristallen gucken. So typisch, nur super Dings-like, dass irgendwas in der Höhle, oder dass man so in den Boden reingehen kann, das hast du nicht. Nee. Okay, dann muss ich da zumindest nicht. Weiß auch gar nicht, ob das so einfach in SMW umsetzbar ist. Doch, eigentlich schon. Es gibt da so einen ASM-Effekt. Ah, okay. Aber das habe ich nicht gemacht, nee. Wahrscheinlich sorgt man einfach nur dafür, dass der eine Layer ein bisschen transparenter wird? Ja, man benutzt den Layer 2 und Layer 1. Also Layer 2 wäre dann dieser Hintergrund. Ah, okay. Muss man einfach den Hintergrund, hat man halt keinen R2-Hintergrund mehr. Ja. Denke ich mal. Habe ich schon in ein paar anderen Hacks gesehen. Wahrscheinlich, ja. Und dann genau das habe ich gemeint. Manchmal funktionieren die nicht wirklich gut. Ah, okay. Ach, das waren die gleichen? Ja. Man kann die Geschwindigkeit und den Radius und so weiter ändern. Interessant. Das ist hier ein Koopa. Also ich wollte gerade sagen, ich wäre jetzt gerne groß. Aber ich kann den ja auch so kaputt machen. Ja, mit denen kannst du nicht, die kannst du nicht mit Spinjumps. Ach, das wäre gar nicht gegangen. Okay, alles klar. Oh. Okay, keine Herausforderung. Passt aber. Nice. Jetzt vorsichtig. Die funktionieren ein bisschen komisch, die Pilze. Wahrscheinlich schießt es mich voll nach oben. Ja. Genau. Ich hab's befürchtet, genau. Ja, die funktionieren sozusagen bei Berührung. Zünden die einen hoch und wenn man halt durchspringt, zünden die einen auch hoch. Wow, jetzt muss ich. Geht die Fall nicht runter, da kann ich chillen. Ja. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Okay, zack, sehr schön. Nice. Geht die weg? Nein, natürlich. Yes. Jedes Mal, wenn es funktioniert. Ein gutes Mal. Das muss weg. Da war jetzt aber daneben. Das war hat deswegen nicht. Hab ich schon gesehen. Hopp. Ah, sehr schön. Lass mich in Ruhe. Das ist auch cool. Also, ich könnte mich jetzt bisher nicht entscheiden. So klar, das erste Level ist, sag ich mal, am in Anführungszeichen gewöhnlichsten, aber ist ja auch sozusagen der ja. Der Anfang. Aber bisher das zweite und das hier, die haben alle schon so einen eigenen Touch, wo man sagen muss, das hat man so ein... Ja, es wirkt fast schon wieder neu, obwohl man ja schon so viel Mario-Kram gespielt hat. Ja, danke. Hat was. Ich versuche halt jedes einzelne Level einzigartig zu machen. Ja, also... Das gelingt dir echt. Du kannst nicht scrollen, aber kannst irgendwie versuchen, es zu respawnen. Okay, das könnte knapp werden. Ah! Nice. Ah, ja, gleichen Fehler wie vorhin, sehr gut. Und du merkst vielleicht die Münzen. Ah ja, die stacken die ein Kitter. Bisschen. Ich sehe es, wahrscheinlich für Shop und sowas.
Ja, einen speziellen Shop, der auch wichtig sein wird für die ganzen Kristalle und so. Ah, okay. Wow. Kann mich nicht gleichzeitig dann konzentrieren. Wie ist es? Langsam mal hinkriegen. Da. Kriege ich es jetzt hier hin auf der. Okay, ich will eigentlich gar nicht mehr auf dem landen. Mist. Dann behalten wir einfach mal den Pilz. Vielleicht behalten wir den Pilz auch einfach nicht. Ja, der Hack wird ein bisschen anspruchsvoller als es vorher war. Das ist ja, wir sind jetzt ja theoretisch schon zweite Welt, ne? Ja. Ja, naja, dann merkt man die Schwierigkeit. Boah, ich krieg's halt nicht hin. Würfel schon. Ah, jetzt zack. Zack. Zack, juhu, wir sind weiter. Bevor ich habe einen Kristall verpasst. Nein, ich glaube nicht. Nee, der kommt. Der wird einfach sein, denke ich. Ah, okay. Was bist du denn? Ah, ja. Ja. Ach, jetzt sehe ich, der läuft. Da unten ist ein Viech drin, das läuft. Ich sollte hinterher. Halt, stopp, warte auf. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ah, der läuft einfach hier auch drüber. Okay. Mücken interessieren den gar nicht. Ah! Gerade noch so, gut. Gerade noch so, ah, den hätte ich fast wieder verpasst. Aber cool, cool, cool. Ist der jetzt schneller, weil der blau ist? Ah, nee, der lässt mich hüpfen. Ja, hätte ich. Mit ein bisschen Logik hätte man da drauf kommen können. Zack. Da muss ich halt aufpassen, dass er mit Luigi, der springt ja höher. Ja. Oh, stimmt. Dass er da nicht die Ecke wird. Mein Spin-Jump weg gewesen, Hilfe! Okay, nice. Da hinten noch. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Well done. 3-3, Thundershore. Jetzt wird's ein Blitze. Ich bin gespannt. Ah, die Donkey Kong. Aber die passt jetzt hier auch wirklich. Sigmal verwendet, aber die passt hier wirklich gut. Ich hab aber auch die am. Den Sound vom. Also, der Song hat ja so Sounds vom Wasser. Ich habe den durch Regen ersetzt. Ah, ja. Aber es passt, also das passt wirklich gut hier dazu. Und warum sollte man nicht das Lied immer wieder verwenden, wenn es halt einfach wirklich passt? Also. Oh, Also, ich habe den jo. eigentlich. Ich habe den Song eigentlich nicht so oft in Hex gehört. Ja, wahrscheinlich, bin einfach allgemein Donkey Kong Musik wurde oft verwendet, aber du hast an sich recht. Ja. So, jetzt Achtung. Ah ja, da ist ein Achtungsschild auch. Ah ja, okay. Ist das Insta-Kill oder ich werde kleiner? Nee, du wirst einfach kleiner. Also kleiner wirst du nicht durch, wenn du Feuermeier bist. Ach, ja, gut, klar. Aber ich meine, es ist kein Insta-Kill. Oh ja, okay, das wäre sonst auch ein bisschen krass, wenn das hier die ganze Zeit wäre. Aber sieht cool. Hast du die auch wieder selber animiert oder? Ist Also die habe ich ja selber animiert, aber ich habe Hilfe gebraucht Ah ja. mit den ganzen Soundeffekten und so. Ja. So ASM-Kram. Aber ich glaube, dadurch, dass du halt auch wirklich viele Sachen selber zeichnest, sieht man halt Dinge, die man sonst nicht in den typischen Tilesets sieht. Und dadurch wirkt es halt dann auch schon wieder, ja, spezieller und neuer. Das macht halt wirklich was aus. Gott. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Okay. Lass mich in Ruhe. Ah, der schießt hoch. Da unten ist mein erster Kristall, ist gut. Mach ich da. Ach so, der geht hoch, wenn. I see.
die Plattform fällt auch runter, also Vorsicht. Nice. Hier ist wieder ein Pilz drin. Yes. Aber ich brauche. Oh, stopp. Ah, hier kann ich unten stehen. Ja, perfekt. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, das passt aber auch wirklich in dieses Donkey Kong Setting. Das ist so ein. Es könnte auch in einem Donkey Kong Spiel so ein Setting sein. Das ist ja auch bei. Ach. Also in Donkey Kong. In Donkey Kong Country 3 gab es so ein ähnliches Level mit Blitzen, aber ich habe das Spiel nie durchgespielt, also. Genau, und ich meinte jetzt in Returns war auch so ein Level, das war zwar nicht mit Blitzen, aber vom Konzept her, dass man sozusagen an manchen Stellen, so ist es die ganze Zeit, ich glaube, es war irgendwie so eine Welle oder sowas, und da konnte man an manchen Stellen, wurde man halt nicht getroffen. Mhm. Ach Gott, ich lerne es nicht. Also das Level ist eher inspiriert aus einem Level aus Tropical Freeze. Ah, okay. Ja. Ist auch ein richtig gutes Ich mag das, dass man sofort wieder startet. Okay. Ich finde, da dürfen auch die Level so ein bisschen schwerer werden. Nicht, dass man immer 10 Sekunden warten muss, um das Level neu zu starten. Wir sind jetzt ja mittlerweile schon in Welt 3, also. Mhm. Es wär ja langweilig, wenn man auf Anhieb alles durchlaufen kann. Ja. Wäre kein Lauf. Okay, ich sollte das besser timen. Da. Da. So, hier bin ich vorne hier war ich noch gar nicht, oder? Nee, warst du noch nicht. Ja, stimmt. Da habe ich wieder zu spät hingeguckt. Und hier wirklich vorsichtig. Ah! Das hat in meine Richtung geschossen. RIP. Wie hast du... Hast du die Schilder auch selber gezeichnet? Ja. Ah ja. Ah, die kenne ich auch nicht. Und die ganzen Säulen, die habe ich auch gezeichnet. Anfangs 2020. Ah, ja. Aber... Aber genau das meine ich eben, dadurch, dass so wirklich so viel ist, was man nicht von anderen Sachen kennt. Das macht halt echt viel aus. Ach, ich lern's nicht! Okay. So, jetzt aber. Nein! Nein. Die Kombination ist auch cool von diesen Plattformen und passt halt wirklich zusammen, um hier solche Situationen zu erstellen. Hm? Nee, ich hab's doch vorhin anders gemacht. Jetzt. Ähnlich wie in Donkey Kong Country Tropical Freeze. Habe ich mehrere so Mechaniken pro Level benutzt. Ja, muss ein bisschen Kombination dann damit betrieben. Genau. Thanks. Tropical Freeze ist so die Hauptinspiration. Ah, okay. Für den ganzen Level. Ja, ich habe selber Tropical Freeze nicht gespielt, aber halt Let's Plays gesehen, das ist halt auch grandios. Gespielt habe ich nur Country Returns! Warum bin ich jetzt extra hier noch? Aber ich kriege wieder. Country Returns ist auch großartig. Ja. Einzige Level, was ich abgrundtief hasse, ist dieses Käferlevel. Käferlevel? Welches genau? Wo du von dieser Horde verfolgt wirst. Ach. Das ist ganz okay. Das ist so. Das was. Widerlich. Hm. Oh. Also das, was ich am meisten gehasst habe, ist das sechste Tempel. Also der sechste Tempel. Okay, ja, die Tempel sind sowieso nochmal. Hilfe rein da. Wo diese ganze Lava steigt.
Ja, die Tempel sind sowieso nochmal eine Geschichte für sich. Ja. Das ist richtig. Wie time ich das jetzt, dass ich hier nicht drauf gehe? Ich muss ja nur einmal den Kristall holen. Ich muss es ja nicht 3000 Mal machen. Ich muss nur einmal den Kristall. Sollte das gleich auch an, auf Anhieb. Eigentlich passt es, ist automatisch. Ja, es ist automatisch. Nein! Es ist automatisch passend, wollte ich sagen, und versau's. Okay. Aber gut. Der Blitz tut einem nur weh bei den ersten zwei Frames oder so. Ah, okay. Nicht wenn er so weggeht, weißt du. Ja, ich glaube, wenn ich groß da reinkommen würde, dann würde ich mir weniger Sorgen machen. Dann würde ich einfach durchgehen. Weil ich dann, ich bin ja nicht mal am Blitz jetzt gestorben. Ich bin ja blöderweise, hab mir den Kopf geschoben. Ja. Schön den Blitz abgepasst, aber alles andere nicht beachtet. Oh, vielleicht kriegen wir gleich eine Blume. Wobei mir die hier gar nichts nützt. Aber hey. Ist immerhin ein zweiter Treffer. Und dadurch, dass du jetzt mehr als nur zwei Treffer einstecken kannst, nicht so wie im originalen SMW, habe ich auch Status, nee, nicht Status, die Itembox Ja, weggemacht. habe ich gemerkt, dass die weg ist. Aber das passt auch. Das ist okay. Wow, das war knapp. Gut gehabt. So, jetzt lassen wir das einfach möglichst weit runter. Uff. Ja. Ich habe mir irgendwie mal eingebildet, dass die schneller fällt, aber die geht ja doch etwas langsamer runter. Die habe ich ein bisschen umgeändert, ja. Ein bisschen Genau. freundlicher. Hätte ich mich da gar nicht so hetzen müssen mit Kopfgestoßen, wenn ich einfach mal drauf geachtet hätte. Okay, so, jetzt wird's interessant. Ach, da ist er. Oh, weia. Hier, das. Warte Letztes nochmal. Hindernis. Ach, okay, da geht's komplett hoch. Und hier ist ein kleiner Teaser für den Rest der Welt. Wahrscheinlich die Figur hier oder so. Ach so, allgemein, dass es so tempelartig ist. Ah ja. Das wird so eine Art Ninji-Königreich. I see. Shadow Planes 4-1. Wir gehen tatsächlich von Welt zu Welt. Eins. Hier wird es ein bisschen angenehm, ein bisschen mehr relaxed. Ah, oh ja, hier merkt man natürlich den. Och, ich wollte jetzt hier den Kristall holen. Dabei ist das ja die Anzeige von da oben. Ja. Ich dachte gerade, ich habe den ersten Kristall schon gefunden. War die Anzeige. Ja, das ist natürlich dieser typische. Auch, ja, das ist ein. Silhouetten, ja. Genau, von Donkey Kong. Aber der ist auch hier wieder. Es gab schon mal Hacks, die sowas gemacht haben, aber das sah nicht so aus wie hier. Vor allem das Gras und alles. Das ist so detailreich. Danke, das habe ich selber gezeichnet, das Gras. Das ist es ja. Das ist genau das, was ich meine. Weil jeder andere Ja. Hack, der das verwendet, der hat halt da unten, das ist dann halt so glatt. Und das macht halt den Unterschied. Das macht halt so viel aus. Also ich bin da wirklich auch wieder gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Wie euch der Hack gefällt. Ich find das großartig. Das ist ja fast schade, dass es noch ganz lange dauern würde, bis der fertig ist. Da kann ich bestimmt rein. Genau. Jawohl. Aber gut, Das jetzt ist. Einzige, was ich im das Einzige, was ich im Hack grafisch nicht verändert habe, sind die Manscher. Ja gut, aber Mancher sind Mancher, die kann man ja machen. Ja. Sind ja erst durch Hex haben die ja plötzlich an Bedeutung gewonnen. Original sind die ja Genau. eigentlich. Vor allem in Kaiser Rex. Ja. Leider. Es gibt so viele Kaiser Rex mittlerweile. Jo, ich spiele auch schon gar keine mehr. Ich habe gar keine Lust. Ich auch nicht. Früher habe ich einfach ein bisschen gespielt, aber es ist jetzt nicht mehr. Weige den so Schlüsselkaiser verbinden. Kombiniert. Oh nee. Nee, also aktuell. Das aktuell zieht sie zwar schon ganz schön. Ups, aber ich habe den Kristall. Aktuell zieht sie zwar schon ganz schön lange hin, dass ich sage, aktuell habe ich da keine Lust drauf. So 4 Jahre.
Aber es ist nee. Mhm. Nee. Kaiser ist mittlerweile viel mehr Mainstream als dieser Standard-Hex. Okay. Die werden ja bei diesen Speedrun-Turnier-Dingern. Ja, gespielt. Stimmt. Also, da lädt ja auch Games, immer. Und Games so. Done Quick. Ach ja, das auch, ja. Richtig, das auch. Ja. Aber es gibt auch so ein Contest, der ist, glaube ich, wöchentlich, wo immer ein Kaizo-Level sozusagen gespielt wird von den ganzen Speedrunnern. Da liest auch immer so ein Video hoch. Da kommen tatsächlich aber noch ganz schön coole Sachen zusammen. Nein, Hilfe, ich will, okay. Ist gut. Oh, kein Pilz, schade. Ist gleich kommt. Nein, Hilfe! Ah! Jetzt hier nicht sterben. Wir sind gleich wieder an der Stelle, wo ich gestorben bin, wo der Kristall war. Und man muss ihn nicht mehr holen. Nee, sieht gut aus. Ja, Pilz. Nee, hier kann kein Pilz sein, sonst wäre ich nicht gestorben an der Stelle. Gott, Pflanze! Beine. Unten durch. Gleich. Okay. Yes! It way. Sehr gut. Und dann geht's hier rein. Jawohl. Ach ja, und die Rex ist ja auch nicht. Die habe ich auch nicht verändert, aber die kann man ja sowieso nicht sehen. Ja. Ja. Bei diesen Schatten. Aber auch da wüsste ich gar nicht, wo man sie verändern sollte. Die wirken allein so schon mit ihren Flügeln. Wir haben was. Was? Ah, ich sehe was. Wir sind auch gut rein und wir haben alle Kristalle. Nice. Nice. Gleich viel an. Jo, deswegen ist er auch jetzt weg. Gut. Oh. Aber ja, man merkt es, was du. Ja, okay. Ich sehe, ich bin am Zielpunkt zum Glück. Man merkt es, was du vorhin gesagt hast. Du hast nicht nur das eine Gimmick jetzt reingenommen, das ist sozusagen das. Abendstimmungseffekt ist, ich nenne es mal trotzdem so. Sondern eben auch noch andere Sachen. Diese Sprungdinger waren mit drin, diese Plattformen. Mhm. Ja. Oh, letztes Level. Oh, schade. Magma-Beat. Okay. Aber wahrscheinlich sitzen wir da jetzt eh noch 20 Minuten drin, wenn es jetzt fällt. 5. Oh, okay, das. Okay, das Ding ist jetzt schon cool. Das kann allerdings natürlich auch, das kann auch ganz schön fies werden. Ich bin gespannt. Oh, der bewegt sich schön langsam. Das ist schön. Angenehm. Ah, jetzt kommt hier. Ach, die gehen unter. Ups. Hätte ich hier sehen können, ne? Ah, ja. Genau. Hätte ich mal wieder aufgepasst. Nicht richtig hingehen. Ach so, deswegen ist der erste runter. Ich dachte, das ist so seine Strecke, aber ja, die fahren normal gerade. Ja. Dann. Du musst einmal sterben, bis ich stehe. So. Dann ist so ein bisschen Luigi, aber auch so eine Art Easy Mode, wenn man da höher springen kann, hat man da ja durchaus viel mehr. Okay. Ja, aber ich finde. Spieler dürfen das machen. Ja, natürlich, natürlich. Dafür. Ja. Ja, dann die. Charaktere da. Oh je. Okay. Die fünfte Welt ist übrigens nicht eine Lava-Welt. Es gibt einfach nur ein einziges Lava-Level im Spiel. Ah ja. Das könnte zum Beispiel auch eine Dschungelwelt sein, in der einfach ein Vulkan ist. Dann kannst du auch so sagen. Also es ist. Ja, es ist eigentlich ein Berg, wo einfach ein Vulkan ist. Ah ja, oh, genau. Sowas in der Art habe ich mir jetzt vorgestellt. Wenn du sagst, es ist keine Lava-Welt, dann ist es halt ein Vulkan, der irgendwo reinpasst. In den Bergen, ja. Oh weia. Mach ich das denn jetzt?
Jetzt. Und jetzt. Und ab dafür. Nice. Oh Gott. Ach so, ich dachte, der springt. Der geht, der springt nicht. Die Dinger runter. Oh! Ja, die kann man ein bisschen schwer sehen. Vielleicht soll ich das ein bisschen umgehen. Der wäre mir gerade. Uff. Da habe ich echt Glück gehabt. Ich glaube, den habe ich ganz knapp verpasst. Das sah so aus. Du bist unter den durch drunter gesprungen. Ja, ja, genau. Ich habe ihn dann. Oh Gott. Ah, hier oben rasse ich. Ah, ich verstehe. Ich wollte sagen, wie kommt man denn da oben rein? So. Oh, das ist auch wieder cool. Damit man sich so nach oben. Auch hier wieder mit schön. Luigi. Das Gimmick des Levels eingesetzt für die Sequenz. Mit Luigi kann man da auch ohne Plattform hinkommen. Ah ja. Stimmt, das ergibt Sinn. Dann könnte man ja fast sogar teilweise Rätsel. Oh nein! Ganz zu langsam. Oh. Zu schnell, würde ich sagen. Könnte man ja sogar so Rätsel einbauen, die das Wechseln zwingend machen. Vielleicht in den späteren Welten. Vielleicht so in der Special World, aber nicht im Hauptspiel. Finde ich das ein bisschen. Weiß nicht. In Super Mario 3D World wurde das schon gemacht. Ja. Ach, ein bisschen billig. Okay. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir aber noch mal bis dahin. Der Röhre, oh je. Kann ich eigentlich kaputt rutschen? Nein. Schön vor der Blume getestet. So, aber wir haben wieder einen Pilz. Das ist ja schon mal was. So, zack. Zack. Spät. Und jetzt wieder die Stelle. Nee, noch nicht. Ach doch. Ja. So. So und ab dafür. Okay, das geht sogar. Ist sogar alles. Ist alles im angenehmen Rahmen. So. Jetzt kommt die Stelle. Ja. Warte nochmal ab. So. Ein Risiko hier eingehen. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Perfekt. Bin ich gestorben? Doch, bei dem. Ah ja, ich weiß, die eine Plattform habe ich nicht rechtzeitig. Und. Na! Ich sollte da warten. Die gehen nicht unter, die Dinger, ne? Ja. Ich spiel mal kurz unter. Zurück, die gehen nicht unter. Ich dachte, die gehen unter. Ah, ich bin doof. Ich dachte, die gehen unter. Und deswegen wollte ich sofort weiterspringen. Ups. Ja, dann lasse ich mal kurz den Rewind hier. Ist schon okay. Ja, dann kann man ja hier. Dann hat man ja Zeit. Ah, mein Gott. War alles so hektisch. So. Die geht aber unter. Ich wollte gerade sagen, die geht unter. Ja, richtig. Das sieht auch aus, als ob man das recht gut passend machen kann. Hey, hey, hey. Ah, nice. Der kommt mir genau richtig. Ja, schafft man so ein bisschen zu spielen, wenn man nicht so doof ist und checkt, dass das die Plattformen sind, die nicht untergehen. Das war ja. Ja, okay. Kann ich hier speedjumpen? Ja, nice. Ja. Nochmal deutlich angenehmer. Ganz langsam runter, das habe ich mittlerweile auch gelernt. Nice. Der glaube ich noch nicht verpasst zu haben. Ach! Von getestet geht nicht, ich mach's einfach. Ja. Okay. Das weiß man beim nächsten Mal dann.
Der letzte Kristall ist auch nicht so schwer. Ja, das klingt gut. Super! Ah, Mist. Ja, ich wurde vorhin hier ja auch getroffen. Dann Pilz. Weiß es nicht. Nein. Stopp. Jetzt vielleicht? Und jetzt muss ich mal gucken. Ach so, ich kann ja hier hin. Ah, okay, jetzt hätte sogar gepasst. Aber ich könnte ja da praktisch nochmal runtergehen und dann warten. I see. Es ist schon alles durchdacht, da kann man nichts, kann man nicht meckern. Okay, 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 Hilfe. Oh boah, oh je, yeah, oh Junge. Ich sehe dich, I see you. Und jetzt geht die Lava hoch. Hilfe, okay. Nein, oh, ich dachte, ich fall noch runter. Das ist ein cooles Ende. Das ist ein super cooles Ende. Danke. Nice. Ja, schön. Absolut, absolut schön. Ich bin begeistert. Das macht, also, ich meine, Super Mario Terminals war ich ja auch schon, fand ich ja auch schon cool. Aber das ist nochmal wirklich jetzt ein komplett neuer Hack. Das hat jetzt nicht mehr so viel mit Super Mario Terminals zu tun. Insofern ist es wirklich gut, dass du es umbenannt hast. Ja, außer halt der Charakter, die Globita. Ja, klar, so die Story, die du dir vielleicht dazu überlegt hast und so weiter. Aber so jetzt rein vom. Das ist nochmal so viel. Mhm. Es war ja davor nicht schlecht, aber es ist nochmal so viel besser geworden. Ja, also ich bin begeistert. Ich bin echt gespannt, wie das ankommt. Ja. Bei den ganzen, die ja auch so ein bisschen Hacken sind. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, wer noch alles davon zuguckt. Wir werden sehen. Okay, dann schließen wir die Demo hier ab. Du hast noch einen anderen Hack, der für einen Contest war, ne? Den gucken wir uns dann im nächsten Video an. Ja. Okay. Jo, dann sage ich hier an der Stelle danke fürs Zuschauen. Schreibt bitte gerne eure Meinung in die Kommentare zu dem Hack. Und ja. Tschüss. Ciao, ciao.